Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Nordfriesischen Marsch vierfach ohne Gräben. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und schaut euch mal den Kontostand an. Es sind nur noch 678.799 Euro drauf von zuletzt über 8 Millionen. Das heißt, ich habe richtig Geld ausgegeben. Aber ja, ich zeige euch gleich noch warum. Neuer Morgen, neues Glück, neuer Erntezyklus, kann man so sagen. Ich schicke den in Warteposition auf die 7. Den brauche ich mit einem Kipper, nicht mit einer Sämaschine. Müsste jetzt erstmal alles wieder quasi an den Start bringen und habe immer schon ein bisschen überlegt, die Performance-Schwierigkeiten kommen halt dadurch, dass so viele Fahrzeuge mit Crossplay und Autodrive gleichzeitig arbeiten, gerade wenn eines der beiden Systeme da berechnen muss, kommt es da zu enormen Einbußen, was die Performance angeht. Ah, immer dieses Niesen, nicht? Naja, kommt man nicht drum rum, ne? So, genau, ich werde mal eben hergehen und werde die Fahrzeuge alle an ihren Bestimmungsort bringen lassen. Und dann schauen wir weiter. Ja, warum ich hier noch so wenig auf dem Konto habe, das kann ich euch jetzt zeigen. Und zwar, weil ich hier, das ist das Feld, ich zeige es euch auf der Map, ich habe das Feld 66 gekauft und ich habe das Feld 65 gekauft und schwupp waren die Millionen verschwunden. Ich weiß, ihr ärgert euch vielleicht ein bisschen, aber ich muss sagen, zum Glück ist das Feld 66 abgeerntet. Da war Baumwolle drauf, weil ich meine, schaut's euch an, ne? Ich zeig's euch mal, wie riesengroß das Feld ist. Wie riesengroß. Das Feld zu bewirtschaften ist eine sehr, 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 sehr zeitintensive Mammutaufgabe. Und mal ganz ehrlich, hier passt eine ganze Map drauf auf das Feld, ne? Drüben mit der 65 dasselbe hatte ich gekauft. Und auch abgeerntet. Das war mein Glück. Das war mein Glück. Gut, das Geld ist weg. Und die beiden gehören aber. Und ich würde mich jetzt im Uhrzeigersinn weiter vorkämpfen mit den Feldern, Stück für Stück. Mission brauchen wir ja nicht. Und wenn wir dann drumrum alles soweit haben, gucken wir, wie wir innerhalb weiter vorgehen. Ne? Die normale Map-Größe. So dachte ich mir. Naja, schauen wir, wie es wird. Erstmal müssen wir wieder Geld haben. Ne? 722.000. Ich würde sagen, wir ziehen den Erntezyklus jetzt durch. Wir gucken auch mit dem neuen Kuhstall und mit dem Zuckerwerk und überhaupt, wie das da aussieht mit dem ganzen Geld. Das wird spannend. Ich denke ja mal, Produktion haben wir jetzt ohne Ende genug, um Geld zu verdienen, dass wir hier eigentlich erstmal nur ein bisschen spielen müssen. Ne? Und okay. Und Geld zu verdienen. Gülle 2. Ne? Ne? Kuhstall, 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 Kuhstall. Genau. Kuhstall, Kuhstall 2, Gülle abholen. So. Um halt wieder Geld zu verdienen und Produktion, wie gesagt, haben wir ohne Ende, ohne Ende.
Da werden wir genug Arbeit erstmal haben. Und nicht zu vergessen, wenn wir Felder kaufen, auf denen irgendetwas gewachsen ist, das werden wir natürlich dann nicht vergammeln lassen. Ne? Das müssen wir, also das werden wir auch ernten. Ja, und das war halt das kleine Geheimnis, warum 8 Millionen Öcken weg sind. Ist so. Das geht ruckzuck. So. Holzstamm. Holzstammproduktion hatte ich ja beide angeschmissen. Alles klar. Holz, Holz, Holz. Holzstammproduktion öffnen. Maximum 18 Paletten erzeugen. Zurück. Holzstammproduktion 2. Oh, Maximum erzeugen. Ich weiß noch gar nicht. Ich lade die jetzt mal auf. Die beiden. Warum haben die eigentlich nur so wenig? Eigentlich. Auf 1 ist noch auf Ballen. Ja. Eigentlich müssten das doch mehr sein. Mal sehen. Ich stelle mal auf Paletten um. Weil wir haben ja 2 Holzstammproduktionen, ne? So, Paletten. Anhänger. Zugmaschine. Paletten. So. Wollen wir das mal aufnehmen, was hier schon steht? Palettenmangel kann es aber auch nicht sein. So, jetzt verladen wir erstmal das, was wir schon hier haben. Und da sind doch garantiert noch restliche Holzstamm. Stämme zum Erzeugen, zum Produzieren. Weil dadurch, dass wir jetzt 2 davon haben, hätte ich mir ja gehofft, dass wir noch mehr Holz dann haben für das Sägewerk, ne? So, Holzstamm 1. Da geht nichts mehr. Okay. Holzstamm 2. Noch eine. Na, okay. Okay, okay. Aber immerhin. Es sind mehr als sonst, weil 2 Holzstammproduktionen, ne? Holen wir die andere da noch ab. Bam, bam, bam. Put, 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 put. So. Anhänger. Befestigt. Zugmaschine. Befestigt. Und dann damit ab zum Sägewerk bei sonstigen Produktionen. Da, Sägewerk. Und los. Das ist jetzt richtig Gewicht, ne? Naja, so. Gärreste BGA Nord sind leer, dann Gärreste BGA Süd als nächstes. Gib alles. Das läuft hier. Oh, das läuft hier auch. Wo fährt der jetzt gleich hin? In den Baum rein? Oder in den Fluss rein? Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Also ihr seht, die Nordfriesische Marsch, das ist schon ein industrieller Großbauernhof. Oder ein industrielles landwirtschaftliches Großunternehmen, wie man es auch immer nennen will. Ne? So, wir sind jetzt hier bei der Kühe. Wenn wir den hier schon mal so weit haben, werden wir den jetzt auch benutzen. Obwohl, wir gucken,
Wir gucken erstmal die Werte hier. Kuhstall 1. Wir haben 37 Kühe produziert, 96 im Stall. Die vier, die jetzt zu den 100 Kühen fehlen, werden wir natürlich wieder auch auffüllen. Upes. Also ich habe hier mit diesem Viehtransport immer Zickerei. Immer, ne? Ihr habt das schon erlebt, oder? So, alle rein. Immer wieder Zickereien mit dem Viehtransporter hier. Unglaublich. Aber nicht, weil der Viehtransporter schlecht ist, nein. Das liegt an meinen Skills, ne? So, ich schieb den mal rückwärts da rein. Mit Geduld. Schön langsam. Da klappt's auch mit dem Nachbarn. So. Dann packen wir hier aus, was fehlt an Kühen. Vier Stück, da sind wir wieder bei 100 Kühen. Und jetzt fahren wir auf die andere Seite. Da haben wir auch noch einen Kuhstall. Der Kuhstall war noch nicht voll mit Tieren. Und wir gucken mal auf die Werte. Der hat 48 Kühe drin, 35 produziert. Also die 35 produzierten oder sagen wir gezüchteten Kühe holen wir jetzt natürlich auch ab. Und dann laden wir die hier ab, im zweiten Kuhstall, dass wir den auch voll haben. So. Wenn dann beide Kuhställe immer schön voll sind mit 100 Tieren, können wir das, was dann an Kühen überbleibt, endlich zum Schlachter bringen, wie es eigentlich der Plan war. Ne? Und ich bin ja mal gespannt, nach diesem Erntezyklus, wie viel Geld wir da eigentlich letzten Endes verdienen. Da bin ich ja mal echt neugierig. So, stopp. Stopp. Alle Kühe raus. So, ist er leer? Ich glaube, da sind noch Kühe drin, ne? Hey, yo. Hundert Kühe sind im Stall. Hier sind noch Tiere drin. Ey, cool. Dann haben wir ja schon die ersten, die zum Schlachter können. Und dann mache ich das schon. Pass auf. Kuhstall. Und sonstige Produktionen. Schlachter. Und? Nein. Ihr habt's gesehen, ne? So, wir bringen dieses Ding jetzt hier erstmal zum Schlachter. Er will unbedingt da lang. Na, dann fahr du mal da lang. Und dann gucken wir gleich beim Schlachter, wie viel wir da noch ausladen können. Ja, wir sind jetzt also beim Schlachter. Beim Schlachter ist es halt so, wir haben noch keine Kartons, noch keine Leerpaletten, so dass die Produktion noch nicht starten kann hier. Das ist aber nicht schlimm, weil, lieber Lutz, ich habe mit dem Schlachter gesprochen, der wird hier weiterhin die Tiere sehr, sehr gut versorgen, bis es soweit ist, dass sie verarbeitet werden können. Nicht? Das ist ja alles gemäß den Tierschutzverordnungen, werden die Tiere hier aufbewahrt, bis Paletten und Kartons da sind und die Produktion starten kann. Also macht ihr da schon mal keine Sorgen. 16 Tiere. Na, immerhin. Immerhin. So. Ich bringe zum Kuhstall Strohträger. Von da kann ich dich wieder einparken. Genau. So. Damit ist das geklärt. Und wir haben die ersten Tiere angeliefert beim Schlachter. Ja, muss auch sein, ne? Muss auch sein. So. Ich würde sagen, wir tappen einmal durch.
der Schwaler wartet noch, dass er bei der 23 anfangen kann. Wie immer auf der 23 wird fleißig Vermehrungsgas geerntet für die Saatgutproduktion. Weil ein Sammelwagen steht bereit. Hier ist der Drescher, der auf der 23 das Vermehrungsgas erntet. Wir sind hier auf Feld 8, der Abfahrer für Mais. Das Mais geht in die Schweinefutterproduktion. Hier soll bei der Düngeproduktion Mist angeliefert werden. Ich glaube aber, dass die Düngeproduktion voll, also die erste Düngeproduktion hier, da ist, was Flüssigkeit noch angeht, Gerste und Gülle, die ist voll. So. Und wir werden beim nächsten Erntezyklus, werden wir erst, weil wir vermehrt Gülle haben, vermehrt Kühe haben. Und Mist ist erledigt? Tatsache. Okay. Dem muss ich einem neuen Schicksal zuweisen. Da wir vermehrt, also jetzt durch zwei volle Kuhställe, vermehrt Gülle haben, möchte ich erstmal alle Gärreste aufbrauchen und dann die Gülle holen und das an Gülle überbleibt an die BGA bringen. Dadurch können wir natürlich aus der Gülle noch Geld generieren und wir gewinnen dadurch Gärreste. Aber eigentlich ist es egal, weil wenn wir die Gülle einsetzen in der Düngeproduktion, der Mineraldünger, der daraus hergestellt wird, ist natürlich eine Menge wert. Was mache ich jetzt mit dir? Du musst bei der Ölmühle den Kompost jetzt anfangen zu holen und an die Düngeproduktion anliefern. Genau. Oh, Kompost, Kompost, Kompost. Wir müssen echt aufpassen. Kompost, obwohl... überlegen. Eigentlich nicht. Nee, nee, das ist falsch. Der braucht anderes. Ah, jetzt geht das hier nicht. Der muss zum Sägewerk erst. Dann müssen wir nämlich von der Leerpalettenproduktion die Hackschnitzel holen. Genau. So, Sägewerk. Und los. So, hier wird noch Gülle gefahren. Der wartet mit der Presse. Erntefeld 1, Roggen. Kiesverkauf. Mais für die Schweinefutterproduktion. Kalk wartet. Pflanzenschutz wartet. Pickup wartet. So, Wassertransport für die Zuckerfabrik. Der LKW hat getankt. Na, guck an. Das ist nett. Der transportiert Sand für die Baustelle. Das ist sehr schön. So, hier werde ich demnächst weitermachen mit den Bretterpaletten vom Sägewerk für das Palettenwerk. Und ja. Gärrestetransport von der BGA Süd für Düngerproduktion 2. Abfahrer für Roggen zur Mehlfabrik. Hier wird Raps geerntet für die Dieselproduktion. Ja, Abfahrer. Warum fährst du? Du bist mit dem Anhänger hängen geblieben. Echt jetzt? Das kann ich ja so nicht lassen, ne? Dann müssen wir hier einen Tacken mehr, also ausladen der agieren. Geht doch weg. Ich will doch den anderen. Ich will den Bälle. Den Bälle will ich. Genau. So. Und dann kann ich dich hier wieder reinrücken. Ja, so ist das. Und jetzt schaffst du es auch da rauszufahren, ne? Das war so gut gedacht von mir. So,
Aber jetzt. Ja, jetzt. Wenn man nicht überall dabei bleibt, gell? Knapp. Sehr knapp. Naja. Wir werden sehen. Sonnenblumen. Auch für die Schweinefutterproduktion. Der ist fertig mit den Hackschnitzeln. Ah ja, dann kannst du ja jetzt hier von der Ölmühle Kompost abholen und lieferst die zum Hof. Düngerproduktion anliefern. Düngerproduktion 1, ne? Und zwar Kompost. Kompost ist doch nur eins tiefer. Junge. Junge, Junge, Junge. So. Spritzen. Sonnenblumenernte für Schweinefutter läuft. Ah, hier Zuckerrüben. Noch gehen die in die Schweinefutterproduktion, dann gehen die Zuckerrüben ins Zuckerwerk. Ne? Also in die Zuckerfabrik. Ist klar. Das ist hier so eine Geschichte. Die Jessie hatte mir geschrieben, dass in die Zuckerfabrik 4 Millionen Liter Zuckerrüben reingehen. Heftig. Heftig. Gehen wir mal hin. Zucker. Also ich habe ja schon Wasser angeliefert ohne Ende, ne? Ach, hier fehlen noch die Leerpaletten, damit die Produktion beginnt. Aber jetzt gucken wir mal. Zuckerrohr oder Zuckerrüben. Wir sind bei 74%. Nur 1 Million. 1 Million Liter Zuckerrüben. Aber trotzdem, ne? 1 Million Liter. Was willst du denn hier? Du willst Wasser anliefern, aber hier ist voll, Freund der Sonne. Hier ist mit Wasser alles, glaube ich, randvoll. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ja. Dann als nächstes beliefern Zellstofffabrik mit Wasser. Danke. Hab einen schönen Tag. Ja, ihr Lieben. Dann soll es das für heute wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie viel Kohle wir reinkriegen, wie schnell das jetzt mit den Feldern wird. Aber ich bin da guter Dinge. Ne? Hier ist immer gut und viel zu tun und wir haben ja auf der Map immer reichlich Spaß. Ich war Bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.